Hallo und herzlich willkommen hier bei der vierten Ausgabe unseres Guild Wars 2 Story Let's Plays. Wieder dabei sind der gute Dorzan. Hallo und der werte Gespanntnitas. Ja, das bin ich. Ja. Und machen wir gleich weiter. Was ist unsere nächste Aufgabe? Wir müssen zu Meister Togo. Schon wieder. Also, ja, schon wieder. Okay, Also wieder zurück dann zum fang an. Kloster. Hoch die Treppen und dann mal gucken, was er uns dann diesmal sagen will. Was er für neue Quests für uns hat. Wollen wir jetzt schnell über die Gegner, die wir gerade hatten, reden? Ja, wir hatten gerade, während wir hier alles vorbereitet haben, in dem Außenposten gerade eben eine Begegnung mit einem anderen Let's Player. Und der hat uns ein paar nette Waffen geschenkt. Dorzan hat er Dolch gegeben, mir hat er dann diesen schicken Stab für ein Mesmer gegeben. Ich bin zwar kein Mesmer, aber Stäbe kann ich immer gebrauchen. Müsste mal verkaufen. Wo kann man hier verkaufen? Bei allem, was Kaufmann heißt. Ja. Hier da oben Rüstungen zum Beispiel. Rüstungen und Waffen kannst du bestimmt verkaufen. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, aber dann kann ich mal ein bisschen ins Inventar müllen. Jo, ich lauf schon mal hin. Sag's dann Bescheid, wenn du dann, wenn ich los kann. Kann ich dann nicht auch irgendwo hier Taschen kaufen? Bestimmt, aber ich weiß jetzt auch nicht wo. Ja, und halt der gute hat selbst einen Let's Play-Kanal auf YouTube, der heißt Urknall XD. Das D hinten ist groß geschrieben. Jo, bin ich mal gespannt. Mal gucken, was er dann zu uns sagen wird bei seinem Let's Play. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Tja, während Dorzan die kleine Shopping Queen noch einkaufen geht, was haben wir die letzten Folgen gemacht? Wir haben uns mit unseren beiden Zweitklassen beschäftigt. Ich mit meinem Nekromanten, Dorzan mit seinem Mesmer. Ja, Ja. und noch sind wir ja keine Mesmer und Nekromanten. Als Achso, Reichweite da noch. fällt mir Ja, gerade ein, nein, ich genau. wollte ja jetzt auch immer so eine zwiespältige Version hier auch immer sprechen, ne? Achso, du willst jetzt in Character bleiben, machen wir jetzt Roleplaying. Ich probiere das einfach mal heute. Was hast du dann für zwei Seiten? Eine liebenswerte junge Dame und dann eine blutrünstige Killerin? So wird das wohl enden, ja. Kräftiger Scheiß. Habe ich noch zwei Taschen gekauft? Da gibt's Taschen? Ah, die kaufe ich nachher. Noch habe ich ja keine Inventarprobleme. Genau. Nö. Ja, mein Inventar war eben gerade voll, deswegen war das nicht schlecht. So, wir können losgehen. Auf So, geht's! jetzt muss ich mir auch kurz überlegen, wie sieht man so zwei Rollen? Also einmal so einen eitlen Typ, Tussi. Ah. Einmal so ein Haha! blutrünstige Tussi. Ah. Dann werden wir auf Gegner treffen. So, Meister Togo. Wie immer dreht er uns den Rücken zu und dreht sich dann um. Yay! Ich leuchte. Ah, Okay. hier, wählt eure Sekundärklasse. Ach so. Jetzt bin ich ein Nekromant. Leben abzapfen, Machtlosigkeit, Vampirstarren. Schaustern mit Glitzer in den Augen oder was? Tödlicher Schwarm. Ah, brauche ich alles nicht. Nein, nein. Gut. So, das war's. Level 6. Kommen wir jetzt runter von der Insel endlich? So, jetzt habe ich. Hast du auch jetzt die Quest eine förmliche Vorstellung? Und? Ich habe keine Quest. Oh. Jetzt habe ich eine. Eine förmliche Vorstellung. Jawohl. Dann auf geht's. Wir müssen ins Tal Ja. und uns dort mit dem guten Meister Togo treffen. Mal Schon wieder. wieder. Er könnte Könnt ja ihr auch auch mitlaufen, mitlaufen? aber nein. Nee, der hat dann seinen VIP-Transport bestimmt. Wir sind ja keine Meister, wir haben halt diesen Meistertransport nicht verdient. So, jetzt gehe ich erstmal zu der Fertigkeiten-Tusse. Mal gucken, ob die jetzt irgendwas Neues für mich hat. Irgendwelche neuen Diener, die ich beschwören kann. Bei Bei mir mir gibt's, gibt's für für mich mich gibt's gibt es jetzt jetzt bestimmt bestimmt jede jede Menge Menge unnützliche unnützliche Blut, Messmerfähigkeiten. Verrotetes Magie, Knochendiener beleben. Wird gekauft. Ich noch irgendwas bei Kanalisierungsmagie oder so. Oh, Oh, ich ich hätte hätte jetzt jetzt Preschen. Preschen. Oh, Oh, ich ich bin bin noch noch glatt. glatt. Ich Ich habe habe Preschen Preschen jetzt. jetzt. Ja. Ja. Dein Dein Guild Guild Wars Wars 1 1 verändert verändert sich sich ja ja nichts, nichts. da Da kann kann man man nicht nicht drüber drüber reden. reden.
jetzt macht er dann wieder so ewig. Ja, das muss doch alles schön vorbereitet sein. Warte. Muss ich halt tanzen. Schau mich an. Warte. So, jetzt nehme ich noch schnell, wo ist der Knochendiener beleben. So, jetzt bin ich ready to go. So wie ein Zungenverteil. Eieieiei. So, habe jetzt meine... Ach, halt, halt. Henchmans. Die dürfen wir nicht vergessen hier. Du kommst mit und du kommst mit. Oh ja, der Heiler ist immer gut. Ja, ich weiß noch, bei unseren ersten Spielversuchen, wo wir ohne Heiler losgezogen sind und dann ganz schön aufs Maul bekommen haben. Hi, Meister Togo. Hey, lange nicht gesehen. Lasst uns aufbrechen. Jetzt läuft er mit. Oh, ey, bleib hier. So, wo müssen wir jetzt hin? Zum Meister Chaos. Nicht Dr. Chaos. Ah, ja, ist es, genau. So, rechts, links, geradeaus. Tja, was hast du eigentlich heute mal zum Trinken, falls wir Tengu sehen sollten? Oh, guck mal, Mantid. Ägyptischer Amun, Granatapfel, Honig, also ein Tee, wird beschrieben als vollmundig süß. Wo greift uns das Vieh her? Was greift uns das Vieh? Warum? Was macht die Kuh da? Ey, ich beschwöre gleich zwei aus einem Kadaver. Das ist praktisch. Zwei für ein. Zwei für acht, zwei und drei von allen. Ja, auch ein Nekromant muss effektiv denken. So, bam, nein, wir dürfen hier nicht zu. Doch, wir müssen nicht töten. Das ist gut, aber das muss so sein. Bist du nicht eh schon blutrot gefärbt? Ja, das ist es schon, ja. Sind gar schon aggressiv unsere Wandersleute hier, dass die auch alles angreifen, was sich so bewegt. Also, sie haben deswegen verdient zu sterben. Nein! Oh Gott. Das wird lustig. Und weiter geht's. Greifstarus. Kommst du überhaupt mal an den Gegner ran, bevor wir den downbürsten? Halt doch stehen. Ein Holzbuckelschild. Das hat mich schon immer gewünscht. Ganze 4 Gold habe ich. Ja, wir werden reich, Mann. Ich denke an unseren großen Traum, dass wir Geld sammeln. Zu Beginn von Guild Wars 2 war der noch, da wollten viele Platin gegen Gold in Guild Wars beitauschen. Ja, ich frag mich eh, warum kein Platin mehr? Was ist passiert mit der Wirtschaft in den 250 Jahren? Ja. Wo ist Platin? Das ist nur noch Gold wertvoll. Ja, vielleicht. Also, warte, was ist das Gegenteil zur Inflation? Deflation? Ja, siehst du, wir haben eine Deflation gehabt. Wenn du guckst, wie wertvoll damals, oder wie viel Gold damals wert war, das hast du mit tausender Beiträgen mit dir rumgeschleppt und heutzutage ist das wertvollste, was das bei Guild Wars 2. Also. Ich einfach mal. Minister Shows anwesen. Echt, ist ja immer noch ein Minister Chaos anwesend. Story. Durch den Sequenz. Warum stehst du da? Ich bin doch hier der Gruppenführer. Ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Der Minister wartet auf euch. Bitte sehr, ihr seid willkommen. Bitte sei. Ihr seid willkommen. Das ist Wahnsinn! Wächter kämpfen gegeneinander! Wahnsinn! Das läuft hier schrecklich schief! Es ist Wahnsinn, sage ich! Wahnsinn!
Madness. Okay. Warum? Er hat mit einem spitzen Stock erstochen. Oh mein Gott. Warum hat er einen spitzen Stock? Alle anderen Wachen haben Schwerter. Warum hat er einen spitzen Stock? Er hat einen spitzen Stock. Ja, kein Wunder, dass der mad ist, wenn alle anderen bessere Waffen haben als er. Der wird bestimmt gehandelt. Ja, guck mal, da ist Bob mit seinem Stock. Niemanden sonst durch dieses Tor, bis wir wissen, was los ist. Was auch immer dieses Anwesen bedroht, es darf nicht zur Gefahr für das gesamte Kloster werden. Oh Gott. Meister Togo, mein Sohn, er ist da drin. Ich passe auf ihn auf. Wie alt ist denn dein Sohn da drin? Ihn leben zurück. Keine Ahnung, 7? Mir ist gerade mal was aufgefallen, mit diesem Bart erinnert mich Meister Toga an meinen alten Biologielehrer. Okay. Willst du uns damit irgendwas sagen? Dass mein alter Biolehrer verdammt cool ist. Hallo, das ist Kayao. Kayao. Quest, Erfahrung. Ich bin Level 6. So. Was nun? Wir haben keine Quest. Wir haben keine Aufgabe. Was soll ich tun? Ah, da. Ja, weil. Nee, das ist der Zeichenspeer. Ruhe. Ist hier eine Mission? Kann ich die Mission irgendwie. Ja, das ist eine Mission. War ja nicht sonst eigentlich immer ein Mission starten Button? Weiß nicht. Gruppenvoll, ja, oder? Ich bin doch Gruppenführer, oder? Oder bist du Gruppenführer? Du bist der Führer. Wie starten wir die? Müssen wir mit dem Typen vielleicht nochmal reden? Ich glaube, es geht gleich schon weiter. Ich glaube einfach durchs nächste Portal, kann das sein? Das ist zu. Oder? Ich meine, das hier drüben? Geh einfach mal durch, dann schauen wir, was passiert. Ah. Nee, es ist zu. Ja, cool. Gib mir ein paar Tipps für die bevorstehende Mission. Sackgasse. Vielleicht. Oder geht's ja auch mal wieder? Ja, cool. Weiß, ich war hier schon mal. Ja, eigentlich war ja nicht sonst immer an der Stelle ein riesiger Mission starten Button oder so? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Mal gucken, was sagt denn der Zeichenspeer? Hat der bei dir auch einen Pfeil auf dem Kopf? Nee. Also zum Aufbruchstand wollen wir nicht reisen. Was ist der Aufbruch? Also, das ist. Oh, ich hasse ihn. Eine Art PvE-Spieler ja, hab, wo sie sich tägliche Quests abholen. Ich mach jedes Mal einen Fehler. Ich dachte mir heute noch, gerade eben noch so: Na, Gott sei Dank bist du schon intelligenter und sprichst nicht in einen NPC an, der dich da auf diesen Strand wieder schickt. Nein. Wie kommen wir jetzt wieder zurück nach Kanta? Hier ist Elona. Nee, hier ist Elona. Elona. Okay. Wieso bist du gestrandet, Dorzahn? Mein Gott. Ah, da hinten. Kanta-Reisen. Kanta-Reisebüro. Hoffentlich ist das keine Pauschalreise. Das. Guck mal, da hinten steht ein Norn. Der sieht nett hier aus. Der hat einen geilen Bart. Der füllt fast den ganzen Nacken aus. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wo fängt der Bart an und wo hören die Haare auf. Und warum tanzt der jetzt auch? Er hat seine Muskeln gezeigt. So, warte, hatten wir nicht irgendwie ein kleines Kind zu retten oder so? Keine Ahnung. War da nicht irgendwas? Irgendwie so Krankheit, Wahnsinn? So, hier. Hallo, meine Schöne. Achso, ich bin ja kein Lesbe. Oder? Okay, was? Ich kann nirgendwo was so. Was ist hier los, du Zahn? Wohin wollen wir? In Kaineng? Nee, eigentlich Xingye. Yeah. Ah, da, Insel Xingye. Haben wir doch. Ja, aber das ist ja keine Reiseoption. Hä? Doch. Du kannst draufklicken und dann konntest du zwischen zweien wählen. Minister Chos Anwesen oder so ein Ding. Ich war da gerade verwirrt, egal. So. Ja, irgendwie bin ich intelligenter als du. Irgendwie bist du auch Gruppenleiter. Alter, so. Du bist Gruppenleiter. Mal. Ich kann hier keinen einladen. Okay. Musst du, du hast auch das Gruppenleiter-Symbol auf deinem Kopf. Ich hab gar nichts auf dem Kopf. So, hast du vielleicht bei dem Gruppenfenster irgendwo einen Button? Nein. Beitreten oder was? AB treten. Ha! Ah, und wir wundern uns, warum wir nicht rein können? Ja, warum bist du
nicht Gruppenleiter. Das fragt mich auch. Ich hab dich doch vor uns eingeladen, oder? Ja, was für ein heutiger Start. Aber jetzt geht's los. Hi, Meister Togo. Erste Mission. Ist er eigentlich? Ja, hier. Das ist Jiho Tan. Ah, sag mir was. Ja, das ist Togo, sein bester Freund. Seit Kindheitsjahren und sie haben zusammen immer, keine Ahnung, Zeug gemacht. Guck mal. Komm, Dutzernisse, Hornisse. Der Meister wünscht, dass wir an seiner Seite könnten. Wir werden einen Ehrenhoden. Bitte einen ehrenhaften Tod erleben. Ja, hoffe ich doch. Den Ehrenhoden erleben. So, rechts, links, mal gucken. Da ist ein Gegner. Hier geht's bestimmt lang. Bisschen Gegner hat's. Die sind erkrankt, was haben die denn? Haben die denn Grippe? Ey, die erkrankte Wächter, nein, sag Meister Togo. Ich hab das gar nicht lesen können. Versperrt. Versperrt. Wow. Aber jetzt klappt mein Geisteres noch. Guck mal, der gibt's. Was? Nein, renn doch nicht weg, nein! Mr. Gorbatschow, open the gate. Danke! Warum erklärt er mir, wie ich einen Gegner an Ich glaube, Meister Togo denkt, du bist retarded. Ich hab schon zig Gegner getötet und jetzt wird mir erst erklärt, wie ich Gegner antage. Anklicke. So. Oh mein Gott, oh Gott, so viel Blut! Der lass niemals auf deinen Klamotten fliegen! Tja, hast du vielleicht den weißen Riesen dafür? Ey, ein wieder Langbogen. Ein Lang? Das ist jetzt, wo ich auch den Minion-Zauber hab, der weniger kostet, habe ich gleich eine größere Minion-Armee. Wow, so, wie geht's weiter? Ich hab mir keine Ahnung. Gelang. Mein Gott, ein verirrter Junge. Ah! Schon der Junge von vor uns. Oh mein Gott, es gibt mehr Dialoge. Was? Da oben? Ja. Was? Hä? Ministeriale Wache? Klär du das mal, Lieder. Hi. Hier geht etwas Böses vor sich. Hier ist Böses im Busch. Böses! Nein! Diener Nummer 12. Du warst mein Lieblingsdiener. Hallo. Ja, wahnsinnig praktisch. Kannst auch sowas zeichnen. Oder sowas. Oh, wahnsinnig toll. Ja, und jetzt? Was macht der verirrte Junge da? Warum rennt er weg? Wohin rennt er? Weil er verwirrt ist. Ist die Frage, wie ist er verwirrt? Ist er jetzt einfach nur von der Tatsache verwirrt? Ist er vielleicht sogar geschlechtlich verwirrt? Weiß Gott, was sein Vater mit ihm getrieben hat. Tja, hoffentlich hat er nicht seinen Stock in den hinten reingesteckt. Den Spitzen? Ja, den Spitzenstock. Ich glaube ja, mit dem Spitzenstock war das der erste Hinweis auf die Super Adventure Box. Ja, ganz klar. Also schon damals war das geplant, aber damals ist es an grundlegenden Sachen gescheitert, vor allem man konnte bei Guild Wars 1 nicht springen. Weil man die Idee einer Super Adventure Box im Keim erstickt hat. Und noch ein neues Minion. Ein grobschlächtiges Schwert. Ein grobschlächtiges Schwert. Oh, was für eine schicke, 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 schicke. Brücke ist das Wort, das du suchst. Eine Brücke! Manchmal ist es doch so einfach. Ja, also wie gesagt, wenn man noch Kanta als einer der bestaussehendsten Orte mit. Ich mag diese asiatische Architektur. Oh, ein Katana, Alter. So, okay. Guck mal, da unten sind viele Gegner. That's what I'm talking about. Jetzt geht's ohne Truhe. Ja, ja, und was ist ein Schlüssel? Bestimmt nicht, aber. Oh, wir müssen uns mal einen Dietrich kaufen. Warum Dietrich? Ja, weißt du, was ein Dietrich ist hier?
Das ist ein Gegenstand, der hat eine prozentuelle Chance, dass du eine beliebige Kiste öffnen kannst und entweder er bricht und der Dietrich ist kaputt und weg, oder du hast Erfolg, der Dietrich bleibt ganz und du hast die Euro gelootet. Auf geht's, schlacht dich. Oh, ich hab das Problem, ich hab bei einem T-Schnell gedrückt. Wir haben noch nicht den ersten Tango gesehen. Ich glaube, sieht man keinen Tango in der Mission. Alles gut, so. Bleib stehen! Schlimmer als jeder wie zu. Was heißt das? Hm? Sorry, ich hab dir gerade nicht zugehört. Wie der weggerannt ist, das war schlimm. Schlimmer als jeder Franzose. Oh Gott, warum renne ich eigentlich vor? Hilfe. Los, meine Minions, haltet sie auf. Oder ich hab Nachschub. Hey, ja. Ja, also die Mission ist schon deutlich actionreicher als unsere ersten Mission, also unsere ersten Quests hier. Ja, ja, wir betreiben gleich mal Genozid. Ey, wir tun den Wachen nur eingefallen, sie sind erkrankt. Und damals gab es halt noch kein Aspirin oder Ratiofarm. Nur weil sie AIDS haben? Ja, also. Wir sind in einem Kloster. Moment mal. Ja, ja allerdings. Ja. Nee, wir sind auf Meister Joes anwesend, oder? Stimmt. Warum haben all seine Wachen AIDS? Oder was weiß ich, was wir haben, aber es ist auf jeden Fall anscheinend nicht heilbar. Deswegen müssen sie töten. Erinnert mich gerade, ich habe gestern den Film World War C gesehen. Echt? Ja, gibt's ja jetzt auf DVD. Und Blu-ray. Aber wir müssen auf die da drüben rennen. Oh, die laufen noch gerade. Okay, töten wir sie. Ja, sonst geht das Tor nicht auf. You're gonna die. Stirb, ihr habt kein Recht auf Leben. Seid tot. Naja, seid nicht rein. Ich denke, was so ein Heuschnupfen von jetzt anrichten kann, Jungs. Das ist nicht cool. Oh ja. Ey, ich bin Level Up. Punkte. Ich tue einfach mal hier einen Punkt setzen. I have no idea what I'm doing. Halt, Minions beleben, das kann ja, ich nicht. Ja, mit einem kleinen Nieser beginnt immer eine Zombie-Apokalypse. Ja. War auch bei Resident Evil so. Ups, mal die eine Kanüle fallen gelassen. Oh, guck mal, ein Boss. Mein Gott, ich hab Angst. Fallender Schreck. Ah, da geh ich mal so. Ich kann ja mal ranzoomen, weil der sieht echt krank aus, der Typ. Nein, doch nicht. Obwohl er Befallener heißt, sieht aus wie ein Befallener. Mein verbessertes Fleisch. Yeah! Das ist toll. Ich mag ihn mir einfach wieder. Oder es ist die spanische Grippe. Ich bin nicht so gut, was Krankheiten angeht. Was ist die spanische Grippe? Ist die voller Temperament und Ramon! Nein, die hat viele Todesopfer gefordert. Ah, sieht aber gar nicht lustig. Meine Theorie ist, die Spanier haben genau das gemacht, was wir jetzt tun. Einfach, oh mein Gott, er hat genießt, tötet ihn. Er hat mir in den Augen gezwinkert. Er hat mir in den Augen gezwinkert. Ein Schädelschild, wuhu. Ist das aus echten Schädeln gemacht? Mehr wenn nicht, sonst verlange ich mein Geld zurück. Oh, da ist aber viel Rot vor uns. Die rote Gefahr. Mein Gott, Warzenschweine. Was ist das Wildschweine geht? Ja, yeah. Ich hab eh Hunger. Hab so eine richtig schöne Keule. Oh, hätte schon was. Ey, lauf nicht weg, ihr Wölfe. Ah, Wölfe. Ah. Ja, jetzt haben wir bald alle urtypischen Gegner durch. Nee, wir haben noch keine Ratten getötet, oder? Aber Ratten. Warte mal, gibt's Ratten eigentlich in GW2? Auch nicht, ne? Nee. Oh mein Gott, Diskret. Der arme Moor. Der arme Moor ist halt krank. Ja, ist halt krank. Oh mein Gott, wir haben Hedwig getötet. Oh, hallo, Wölfe. Ja, was sind das jetzt hier? Luchse. Ja, was? Die haben ja bekanntlich immer im Boden. Sind wir noch auf seinem Anwesen oder sind wir schon im Zoo angekommen? Ach, der im Zoo. Okay. Bär, Moa, Panda, Bären. Pirscher, Wächter.
Oh, ich hab aber noch keinen lebenden Wächter gesehen. Hier liegen überall Kadaver, kannst du da nicht irgendwie was machen? Achso, ja, schon dabei. Ich meine, jetzt haben wir auch Cooldown, ja, ich hab auch einen Energiebalken. Ich bin doch keine Todesmaschine, zumindest noch nicht. Man muss sagen, durch den Stab, den mir der Typ vor uns gegeben hat, habe ich erstaunlich viel Energie jetzt. Also den kannst du jetzt schon tragen, oder? Ja, Energiebonus krieg ich ja trotzdem dadurch. Achso, stimmt. Ja. Das ist ja ein bisschen anders. Ja, das ist übrigens mein Garten. Hier links seht ihr einen wunderschönen Wasserfall von mir kreiert. Ja, ich glaube, das können wir auch kaufen, oder? Ich meine, das braucht bestimmt der Minister nicht mehr. Ich meine, so eine Krankheit und so ein Genozid tun schon ein bisschen den Wert einer Immobilie senken. Ja, ja, schon geringfügig. Erkrankter Schreiber. Da heilt er schon gleich. Ach, so. Die ist. Die überlebt noch. Die schafft das schon. Anders als die Schreiber. Die muss lernen, sich in dieser kalten Welt. Ja. So. Leben ist kein Ponyhof. Ja, so, wo geht's weiter? Keine Ahnung. Sag uns, wo es weitergeht. Da, wo es rot ist, oder? Ach, wir sind immer noch nicht im Minister sein Anwesen. Ah, okay. Nee, das ist sein Anwesen, oder? Nein, das ist das Vorgarten. Da steht das Anwesen des Ministers, das liegt da vorne. Ha, Mr. Shows Vorgarten. Ja. Ich glaube, dann auch die Folge. Wie groß ist Mr. Shows Anwesen? Ist ja schon ein kleiner Garten. Also. Ja, wenn man so guckt, so, das ist man, schon man ist ja nicht viel. Man ist ja eigentlich größeres gewöhnt. Ja, eigentlich schon. Von einem Minister gerade, aber er ist ja. Er lebt halt bescheiden und. Ja. So, ich glaube, hier geht es lang. Sag mal, mein Ping geht immer so runter. Sind wir überhaupt auf dem deutschen Projekt? Eigentlich schon. Wo seid ihr alle? Warum gehe ich schon wieder vor? Hilfe! Wo sind meine Minions? Bleib stehen! Hilfe! Wo ist unsere Heilerin? Das fand ich nicht gut. Ich wurde eiskalt nicht durchgelaschen. So, ich lebe wieder, egal. Ja, dafür liegt halt an. Voll. Ich resse dich. Du bist mein Retter. Ich werde bis zum Ende meines Lebens. Deine Schuld steht oder so. Jetzt richtig abmurksam. Achso, ja, natürlich. Was waren denn los? Ich glaub, wir haben uns gesplittet, kann das sein? Dass wir in verschiedene Richtungen gelaufen sind? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß es nicht. Und weiter geht's. Schon wieder ein Kurzbogen, ja. Ist nicht irgendwie komisch, dass, obwohl hier alle nur Schwerter tragen, ich da auch einen Kurzbögen bekomme? Weiß ich nicht. Mein Messmer sieht schon so ein bisschen. Mein Ritualist sieht schon so ein bisschen aus, als würde er einfach auf gut Glück mit seinem Stab schießen. Mein Messmer sieht gut aus. Du bist ein Assassine. Jetzt bin ich ein Messmer. Also, doch her, ich meine Messmer. Du hast gar keine Messer. Meine Deutschen. Erkrankt Alina so. Warum brennt Mr. Togo? Da müssen auch jetzt gleich da. Guck mal, hier können auch Kerzen schreien und so. Was sind das? Zwei Drachen, ne? Drachen? Auf dem Boden hier. So. Wo bist du? Warte, achso. Oh, Kunst. Ja, das sind Drachen. Ich glaube, diese Töpfe hier stammen aus der Kanyang-Dynastie. Ja, das sind auch sehr gut intakt. Man beachte diesen Filmsequenz. Oh ja. Der Typ sieht nicht gut aus. Ich meine, überall so grüne Wolken und so. Ja, dem geht's nicht gut. Ja, er ist tot. Er hat eine schöne Kopfstimme. Sollte es mit Singen probieren. Er ist abgekratzt. Vor Meister Togo. Wow, okay. Okay. Oh, Alien Baby. Oh mein Gott, ein Xenomo. Alles klar, ein Kanter hat einen Minister in Form eines Monsters. Alles klar, und ich bin tot. Ja.
Das ist auch Level 1. Und ich lebe. Tot, leben, tot, leben, tot. Und ich bin tot. Ja, egal, wir brauchen dich nicht. Und da, ein Drache. Ein Drache? Und da ein Toter. Wenn die Minions hier irgendwas angreifen. Hör dir auf. Jerry, hörst du auf damit? Das zieht dich nicht. Sei leise. Die Gesandten euch rasch zum Tor des heiligen Paradieses tragen. Ruht friedlich in den Nebeln, alter Freund. Komm heraus, Kleiner. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Ja, aber ja, weiß du, Tor ist man immer sicher als Kind. Knie dich erstmal in meinen Sohn. Hier kommen meine Arme. Der Zuhälter. Meine Minions sind auch nur ganz, ganz leicht die Soundkulisse verderben, oder? Warum weinst du? Tut es so weh? Schlecht geträumt? Das könnte denn sicher Tränen auslösen. Das war kein Traum. Nein! Scheiße, sag bloß nicht, es ist Herbst. Zahme Wölfe, zahme Luchse, zahme Bären. Kann ich mir schon vorstellen. Das ist kein Traum, das haben wir gerade gemacht. Bist du blind oder so? Weißt du, was für Drogen sich durchgezogen hat? Tja. Bestimmt mal eine Opiumpfeife des Ministers geraucht. Oh da. Nein, ich glaube nicht, dass er wütend ist. Ich glaube eher, dass er sich sehr freuen wird, dich zu sehen. Also Toro, ja. Ich sorge dafür. Die greifen mich an. Ich töte es. Oh, ob ich mal drei Leben nicht? Ja. Du hast es verdient, du Bitch. Jetzt rennst du weg. Oh, Kerzen. Ich mag Kerzen. Lass uns Kerzen. Bleibst du hier? Kaufen. Bleibst du hier? Kommst du zurück? Hilfe, Hilfe! Komm mal her. Da fehlt noch so eine Kuh, die jetzt im Stein unterrollt. Alles muss explodieren. Fuck yeah! Muss er seine Sonnenbrille aufsetzen und einen coolen Spruch bringen. Ja, sowas wie. Gott eigentlich bin ich heiß oder so. Ich weiß es nicht. Ach, zum Tor zurück. Zum Torwächter. Der das Tor bewacht. Du weißt schon, die Wache. Ein Schild. Mit zwei Schwertern und einem Speer. Okay. Ja, hier war es glaube ich so, je nachdem wie schnell du die Mission abschließt, bekommst du mehr Erfahrung. Achso, war man doch zu schnell. Ne, wir waren zu schnell. Okay, aha. Warum steht da ein Geist? Wo sind wir jetzt? Ranmusu-Gärten. Wie lange brauchen wir jetzt schon hier? Ich würde spontan sagen, bevor wir mit diesem Geist reden und fragen, was er für uns hat und warum er hier an Kante eine askanonische Rüstung trägt, beenden wir schon wieder diesen Teil. Und würden uns auch freuen, wenn er beim nächsten Mal einschaltet. Bis dann. Ja, bis dann.